In diesem Video zeige ich dir, wie du das Scrumboard 2.0 von Jeff Sutherland in einem Jira-Projekt umsetzen kannst. Am Ende des Videos hast du bereits alles Wissen, um das in deinem Team umzusetzen. Ich begrüße dich zu meinem Video Scrumboard 2.0 in Jira, wie du dein Sprint-Backlog richtig nutzt. Nach dem Video bist du in der Lage, ein sehr effektives Sprint-Backlog zu erstellen, das du mit deinem Team sofort ausprobieren kannst. Was brauchst du dazu? Ein echtes, funktionierendes, agiles Team, das Verständnis über das Scrumboard 2.0, das Tool Jira und natürlich Scrum, denn darum geht es schließlich bei mir hier auf dem Kanal. Und so funktioniert es. Am Ende soll das Ergebnis so aussehen. Du hast ein Sprint-Backlog in Jira erstellt, welches sich an dem Scrumboard 2.0 von Jeff Sutherland orientiert. Wir haben oben im Board die Swimlane mit Verbesserungsthemen. Darunter befinden sich dringende Aufgaben, die direkt in den Sprint müssen, weil sie so dringend sind und nicht in das Product-Backlog wandern können. Ganz unten befinden sich alle anderen Themen, die geplant sind. Also genau das, was du in deiner Sprintplanung als Scrum-Team festlegst. Jetzt ist es wichtig, dass du das richtige Projekt in Jira auswählst. Aktuell musst du für das Scrumboard 2.0 in Jira ein klassisches Projekt erstellen. In dem Projekt der nächsten Generation funktioniert das aktuell leider noch nicht. Achte bei der Anlage des Projektes unbedingt auf die richtige Auswahl. Hier siehst du mein jungfräuliches Sprint-Backlog in Jira. Du siehst hier ein Sammelsurium an Arbeit, die das Team erledigen soll. Wir haben dabei Aufgaben aus der Retrospektive, dringende Bugs und normale, geplante Arbeit. Damit wir das Sprintboard 2.0 abbilden können, arbeiten wir mit sogenannten Labels in Jira. Das sind frei definierbare Stichwörter, die an sogenannten Jira-Issues, also auch Bugs und User-Stories, angebracht werden können. Dieser Weg ist sehr einfach. Dabei bekommen alle Jira-Issues für die Verbesserung das Label KVP und alle dringenden, ungeplanten Dinge das Label Ungeplant. Oben rechts findest du drei Punkte. Wenn du diese klickst, kommst du zu den Board-Einstellungen. Dort angekommen findest du auf der linken Seite die Einstellung. Darunter den Punkt Swimlanes. Wenn du diesen auswählst, kommst du zu einer Auswahlliste, bei der du den Punkt Abfragen auswählst. Jetzt können wir mit der sogenannten JQL, Jira Query Language, unsere Abfrage erstellen. Ich empfehle dir, die erste Swimlane KVP zu nennen. Dahinter liegt die Abfrage Labels gleich KVP. Jira zeigt dir durch das grüne Symbol an, dass der Filter richtig ist. Erscheint ein rotes X, hast du einen Fehler gemacht und musst ihn zuerst korrigieren. Als Beschreibung suchst du dir etwas aus wie alle KVP-Themen aus der Retrospektive. Diese Beschreibung wird nicht angezeigt, sondern nur der Name, den du vorne eingetragen hast. Es hilft bei komplexeren Abfragen, dir aber zu verstehen, was du damit bezwecken möchtest. Mit einem Klick auf Hinzufügen ist deine Swimlane mit der Abfrage eingerichtet. Als nächstes brauchen wir eine Abfrage, die als Basis für unsere ungeplanten Themen dienen soll. Diese nennen wir ungeplant und als Abfrage nutzen wir auch hier wieder das Label und suchen das ungeplant für unsere Abfrage aus. Mit einer entsprechenden Beschreibung, wie zum Beispiel dringende ungeplante Aufgaben während des Sprints, schließt du die Einrichtung ab und ordnest die Abfragen so an, dass KVP oben steht, dann die ungeplanten Einträge und am Ende alles andere. Wenn du möchtest, kannst du alles andere auch noch aussagekräftiger umbenennen in geplante Arbeit oder ähnliches. Jetzt kannst du zum Board zurückkehren und dir das Ergebnis ansehen. Wir haben nun ein Sprint am Board 2.0 nachgebaut. Halt! Wenn das Video dein Interesse geweckt hat, dann solltest du unbedingt noch einen Blick auf die folgenden Videos werfen. Ich freue mich über jeden respektvollen Kommentar und auch jedes Like. Abonniere am besten gleich meinen Kanal, damit du immer up to date bleibst. Eine gute Velocity. Dein Sebastian.